Jo! Rumishi 21 präsentiert. Hallihallo, liebe Leute, ich bin Akumishi21, meine Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Heute machen wir ein großes Projekt, beziehungsweise es wird es ein großes Projekt geben. Stranded 2 habe ich schon mal ein paar Folgen gemacht. Das wird aber jetzt die offizielle erste Folge sein. Denn ich habe jetzt vor, ein paar mehrere Folgen gleich rauszuhauen. So, Leute. Machen wir das Abenteuer oder machen wir Zufallsinsel? Was nehmen wir? Wir könnten machen, was wir wollen eigentlich. Nehmen wir mal Abenteuer, oder? Ja, komm. Alles begann mit einer Fahrt. Ich geriet in ein Unwetter und kam vom Kurs ab. Als plötzlich ein gewaltiger Blitz eine Explosion an Bord auslöste, welche meine Yacht in 1000 Einzelteile zerriss. Nicht so toll, Kumpel. Passiert, ne? Alles klar. Eine Insel, ich habe Glück gehabt. Das Meer hat mich nahezu unversehrt an den Strand gespült. Ich sollte mich hier mal umsehen. Info, oben links siehst du vier Balken, welche deinen Zustand zeigen. Erstens Lebensenergie. Zweitens Hungergrün. Drittens Durstblau. Viertens Müdigkeit lila. Du musst darauf achten, dass Hunger, Durst und Müdigkeit nicht zu groß werden. Ist einer dieser Balken voll, beginnst du Lebensenergie zu verlieren. Sobald dich erschöpft ist, stirbst du. Um deinen Zustand genauer zu begutachten, kannst du im Menü auf Charakter klicken oder einfach X drücken. Mit linker Maustaste kannst du angreifen, greife Objekte an, um sie zu beschädigen oder um Gegenstände zu erhalten. Gegenstände, die irgendwo herumliegen, kannst du mit E aufsammeln. Im Inventar C kannst du gesamte Gegenstände da benutzt, weggeworfen, kombiniert oder in die Hand genommen werden. Tipp: Ein Teil des Proviants, den du an Bord hattest, ist ebenfalls hier gelandet. Er befindet sich jedoch in Kisten in fester Fässern. Benutze linke Maustaste, um diese zu zerstören und anschließend E, um die freigegebene Gegenstände aufzusammeln. Achtung, du bist noch benommen und siehst daher verschwommen. Das wird sich mit der Zeit legen. Okay, wir wissen Bescheid und legen los. So. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Proviant. Saft, Kekse, Kekse. Ein paar Weintrauben. Oh, komm, Kumpel. Wenn ihr euch fragt, warum hat er einfach diesen Krebs umgelegt? Ganz einfach.
Finde ich es besser, als wenn man, finde ich es besser, bevor man irgendwie verhungert oder sonst was. Weil hier in dem Spiel geht es um Überleben. Könnte man meinen, ist auch wie bei so einem Survival-Instinkt, aber es ist ein bisschen... Ein bisschen ums Überleben geht schon. Und es ist halt nicht so ganz gefährlicher, wie bei manch anderen Spielen. Das ist wohl nach unten geflogen. Wir sind im Wasser. Hallo? Kannst du von hier aus nehmen? Es sieht ganz so aus, als würde ich hier kein Hotel finden, bei dem ich einchecken könnte. Ich muss die Sache also wohl selbst in die Hand nehmen und mir eine Unterkunft zum Schlafen errichten. Allerdings brauche ich dazu erstmal das passende Werkzeug. Gegenstände können, ja, das wissen wir doch schon, Mensch. Ja, das weiß auf jeden Fall ich schon. Wo waren das jetzt nochmal? Alter. Lass mich verarschen. Ah, hier. Geht doch. Okay, ich hab gut die, den Timer an. Das heißt, wir können es noch... Ja, ich habe in den letzten Folgen vorher Dings gemacht, also... Ich hatte vorher Sheets benutzt. Weil ich gedacht habe, ey, du hast Sheets benutzt und deswegen ist dir dann langweilig geworden, das weiter zu Let's Playen, deswegen... Deswegen, ja... Du musst dich mal jetzt playen ohne Sheets. Großes Fleisch und was ist das? Haut. Steht überhaupt was dabei, was es sein könnte oder so? Austausch mit was? Also, okay. Aufnahme läuft noch. Ich nehme bei Bandicam auf, ne? Aber in extra, also ich nehme das Video einzeln auf und das in den Ton auch von meiner Stimme. Mit meinem neuen Mikrofon. Die Bretter können wir uns nehmen. Oh, die Luft. Okay. Ich hab's früher schon mal gespielt, da bin ich eigentlich ziemlich weit gekommen. Als ich noch ohne Sheet das gezockt hatte. Hat aber auch ziemlich lange gedauert. Ein Krebs. Komm her, na komm. Stirb. Geht doch. So. Essen, Mama. Diese Anzeige ist nochmal Essen. Habe ich wieder vergessen, ich Idiot. Rucksack, Charakter. Ah ja. Hunger ist grün. Blau ist klar, dass es Durst ist. Müdigkeit ist lila, okay. Okay, ich hab vergessen, mit was man alles hier bauen könnte. Wir brauchen erstmal einen Hammer. Affe! Ah, scheiße. Der Baum ist eigentlich gut geeignet, um ihn zu fällen. Einen Ast habe ich bekommen, das ist sehr gut. Ich bräuchte jetzt einen Stein.
Hier liegt sogar ein Stein. Sehr gut. Okay. Stein. Ast. Kombinieren. Ein Hammer. Sehr gut. Sehr gut, ja. Nach mehreren gescheiterten Versuchen ist es mir nun endlich gelungen, einen Stein mit einem Ast zu verbinden. So, dass ich jetzt einen einfachen Hammer habe. Naja, zumindest mit viel Fantasie. Ein richtiger wäre mir schon lieber. Wie auch immer. Das Teil sollte auch ausreichen, um damit ein Zelt oder einen Unterstand zu errichten. Das weiß ich schon. Man kann mit rechten Maustasten anfangen, sich etwas zu bauen. Ich muss erstmal den Hammer in die Hand nehmen. Zum Beispiel mit R1. Ich habe irgendwas gehört. So haue ich zum Beispiel mit dem Hammer. Ist zwar das Gleiche, aber wenn ich einen Hammer habe, kann ich Sachen aufstellen. Seht ihr, ein Zelt oder ein Unterstand? Schon nicht schlecht. Okay. Gehen wir wieder da zurück, wo wir gestrandet sind. Ich finde es viel besser, da am Strand sich einen Unterstand zu bauen. Rücken kann man auch rennen. Sieht nicht so aus. Schade. Vielleicht kann man ja schon rennen. Okay, mein Unterstand. Den setze ich am besten. Überlegen. Direkt hier vor. Kann man sogar schön drehen, das finde ich auch toll. Ungefähr. Hier ist doch schön. Ich habe die Baustelle angelegt. Ja, schön. Okay. 30 Platz und 20 Äste. Okay. Das wird etwas. Und es wird dunkel. Shit. Wir brauchen noch mehr Blätter. Und Äste. Sorry. Ja, genug Äste habe ich wahrscheinlich jetzt schon hierfür. Okay. Ich meinte Blätter vorhin. Ja, ich brauche Äste, Mensch. Ja, da müsste ich hier drüben lang gehen. Aber das wird ziemlich dunkel. Vielleicht tue ich den nächsten Part mal. Das ist gut. Schon ein paar Äste mehr bekommen. Rinde, Ast, Äste, noch ein bisschen mehr. Sollte reichen. Hier drüben sollte die Baustelle sein. Hier war die da, oder? Nee, nicht. Hier war die. Okay. So. Ich hoffe, das reicht. Dann können wir wenigstens eine Runde pennen. Nein! Shit! Da oben fliegt ein Papagei. Puh, okay.
Okay, okay. Noch ein paar Äste. Komm, komm. 5 Äste sollten reichen. Wo war die Baustelle? Hier. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Endlich ein Dach über den Kopf. So muss ich nicht mehr unterm freien Himmel schlafen und habe etwas Schutz vor Unwetter, Kälte und wilden Tieren. Wobei ich doch etwas skeptisch bin, ob letztere sich tatsächlich von einem Haufen Ästen und Blätter abschrecken lassen. Ich sollte mich jedenfalls darauf einrichten, länger hier leben zu müssen. Es wird sicher seine Zeit brauchen, bis sie jemanden losschicken, um nach mir zu suchen. Und selbst wenn jemand unterwegs ist, ich habe keine Ahnung, wie weit diese Insel von meinem eigentlichen Kurs abgelegen ist. Ich kann nur hoffen, dass sie mich finden und während ich warte, versuchen das Beste aus dem Nahe zu machen, was ich hier habe. Infos: Nach den Einrichten von Gebäuden werden oft neue Bauoptionen verfügbar. Nimm erneut den Hammer in die Hand und drücke rechte Maustaste, um herauszufinden, was du bauen kannst. Na, das weiß ich noch. Eigentlich ist es ein bisschen zu spät noch zu bauen. Schön. Okay. Man kann die zwei Sachen bauen. Produktion, das ist neu. Lagerfeuer. Kann man ja hier voreigens bauen. Finde ich. So, ungefähr hier. Baustelle angelegt. Gut. Ah, 50 Holz und 10 Steine. Eieiei. Okay, was kann man zum Beispiel noch bauen? Ein Jar, ein Zaun. Okay. Ein Zaun. Naja, wir futtern erstmal etwas. Ein Keks. Oder ein paar Kekse mehr. Denn so schnell wird er wohl nicht satt. Und dann noch einen Happen Weintrauben. So. Ja, ein Happen Saft. Okay, den müssen wir aufheben. Sonst, ja. Sonst haben wir nichts mehr, gar nichts mehr zu trinken da. Wenn er wieder richtig Durst bekommt. Also. Also werden wir erstmal eine Runde pennen. Jo, und ja. Los geht's. Spielstand automatisch gespeichert. Und es ist uns nichts passiert. Cool. So, jetzt können wir weitermachen. Wir brauchen Äste, 20 Stück. Aber wisst ihr was? Ich werde erstmal suchen, ob ich einen Brunnen oder so finde. Denn das wäre mir schon wichtiger. Okay, einen Stein finden ist zwar auch gut fürs Lagerfeuer. Ein paar Steine sozusagen. Kieselsteine. Feuerstein. Ist auch nicht schlecht für... Ups, da ist ein Löwe. Ihr merkt, es ist ein altes Spiel. Aber ich finde... Gefällt mir trotzdem. Muss aufpassen, dass der Löwe uns nicht sieht.
In diesen Felsen schimmert etwas. Es sieht aus wie Eisenerz. Wenn es mir gelingt, etwas von diesen Eisen aus dem Felsen zu schlagen, könnte ich daraus vielleicht bessere Werkzeuge oder Waffen herstellen. Cool. Stein. Diese Steine. Eisen. Irgendwo da unten ist was. Lieber nicht so nah an den Löwen. Dafür möchte ich aber gerne hier unten. Ich kenne diese Insel noch am Anfang. Deswegen weiß ich noch ungefähr, wie groß sie ist. Diese lustigen, fluffigen Wollkugeln, das sieht mir verdammt nach Baumwolle aus. Ich denke, ich kann die Teile abrupfen und irgendwie benutzen. Durch Angreifen, linke Maustaste, kann Wolle gewonnen werden. Okay. Das war ich selber. Okay. Ich denke mal, so haben wir erstmal genug Baumwolle. Ich denke mal, es heute nicht dran, sonst verliere ich Lebensenergie. Den Hammer wieder an. Oh, wir werden durstig. Wer wäre denn durstig? Nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Okay, da waren die Löwen. Irgendwo musste hier der Wasser sein. Hier ist Wasser. Sehr gut. Sehr gut, jetzt sind wir nicht mehr so durstig. Wasser ist noch wichtiger im Spiel als Futter finden, obwohl beides ist wichtig. Okay. Auf jeden Fall in dem Spiel darf man das hier zum Beispiel nicht kaputt schlagen, also nicht kaputt machen. Das ist sozusagen das Nest des Papageis. Wenn man das kaputt schlägt, dann fliegen keine Papageien mehr. Dann fliegen vielleicht nur noch die zwei oder drei Stück rum, die jetzt noch existiert. Und wenn man die tötet, dann gibt es überhaupt keine Papageien mehr auf dieser Insel. Also, damit habe ich schon die Erfahrung gemacht. Also wäre nicht so schön, wenn man die kaputt schlägt. Okay, wir haben noch Hunger. Es gibt sowieso genug Bäume hier, um noch Äste aufzusammeln. Ja, genug Äste. Rinde auch. Ich glaube, mit Rinde konnte man noch irgendwas machen. Mit Ästen natürlich auch genug. Na komm. Ich denke mal, ich habe genug. Okay. Pilze. Ich glaube, ich sollte langsam wieder zu den Löwen kommen. Da hinten. Ah, er bekommt langsam immer mehr Hunger. Ja, hier drüben sind die Löwen. Die Löwen würde ich eher nur töten,
wenn ich auch genug Zeug habe, die überhaupt umzulegen. So, jetzt gehen wir mal langsam wieder zurück. Bauen noch unser Lagerfeuer auf, damit wir was zu essen machen können. Und dann legen wir uns schlafen und dann werde ich einen Cut machen. Da haben wir schon mal die ersten zwei Sachen erledigt. Und ich habe euch etwas erzählt, wie man das so mit dem Spiel machen kann. Okay. Den Hammer rausholen, so. Obwohl, ich glaube, ich habe nicht genug Äste, oder? Nee. Shit. Ich habe wahrscheinlich nur genug Steine. Oder? Auch nicht genug. Ach, toll. Tja, Leute. Das wird mir was. Also, ja. Okay, dann essen wir was. Mal gucken, was die Pilze so machen. Ein brauner Pilz? Ja. Naja. Bei was könnte man eher satt werden? Hm. Trauben sind alle. Da muss wohl das rohe Fleisch essen. Bäh. Aber es geht. Man kann wenigstens noch genug Fleisch wieder aufsammeln. Also nicht so schlimm. So, jetzt haben wir erstmal wenigstens keinen Hunger mehr und keinen Durst mehr. Und wir werden uns erstmal schlafen legen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, Leute. Wenn es heißt Let's Play Gestrandet 2. Ah, das war noch mein damaliger Spielstand zum 26. August. Ja. Also bis dann, euer Kumsi 21. Yeah!